Ich bin 25, lebe allein. Als ich 7 war, erzählte mir meine Mutter, dass ich ein Unfall war. Ich glaube, dass sie mich nicht liebt. Und das tut mir weh. Ich denke, ich bin unfähig zu leben. Ich verstehe. Ich fühle mich manchmal leer, als würde mir was fehlen. Wenn sie mich so ansehen, fühle ich, dass ich existiere. Mit diesen Dingen spielt man nicht. Ich spiele nicht. Es ist seltsam, du weißt alles von mir und ich habe manchmal den Eindruck, mit einem Unbekannten zusammen zu sein, der mir Dinge verheimlicht. Du hast meine Sachen durchsucht? Ich hab dich gesehen. Im 16. Arrondissement mit einer Frau. Das war ich nicht. Vielleicht jemand, der mir ähnelt. Ich bin mir sicher, dass du es warst. Mademoiselle Martin? Sie ähneln jemandem, den ich kenne. Paul Meyer. Kennen Sie ihn gut? Ich habe eine Therapie bei ihm angefangen, aber es funktionierte nicht. Wir haben eine ganz unterschiedliche Behandlungsmethode. Bei Zwillingen denkt man, kennst du den einen schon lang und gut, dann kennst du beide. Wer von uns beiden ist verführerischer? Aber die Brüder Delors, waren sie etwa auch ihr Opfer? Du bist ein Monster. Du denkst, ihn kennst du? Chloe, es gibt keine Monster.